Ich glaube, das ist nicht der richtige Job für Sie hier in diesem Kloster. Baum? Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ja, die armen Tierchen. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die... Ja, ist okay. Baum, 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 Reifenschaukel. Sonst haben wir hier eigentlich nichts, ne? Außer, ja, den tiefen, tiefen Abgrund. Und ich glaube zu wissen, was das hier für ein Ort ist. Aber ich werde nichts verraten. Was machen wir eigentlich mit diesem Wollknäuel hier? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Ah, komm, wir gehen. Bis später, Edna. So, kann es sein, dass... Ah, da ist auch schon der Keller. Gartenschlauch? Wohin der Schlauch wohl führte? Das frage ich mich auch. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Na dann. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Ja, wie toll, eine Pumpe. Lilly, schalte das sofort ab! Aber... Okay, können wir das kaputt hauen? Komm, wir hauen das kaputt. Lillys Erfahrung zufolge ließen sich alle Dinge der Welt einteilen in Sachen, die gepumpt werden mussten und Sachen, die nicht gepumpt werden mussten. Das hier gehörte zur zweiten Kategorie. Wie vorausschauend und weise. Wasserhahn. Wo führt das eigentlich hin? Schade. Der Wasserhahn war leer. Oh. 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 Was machen wir damit? Ach, wir haben jetzt einen Gartenschlauch. Können wir den hier ranmachen? Tatsache. Was machen wir hier eigentlich? Egal, wir benutzen die Pumpe. Lilly, schalte das sofort ab! Es muss leiser sein. Auf jeden Fall können wir das jetzt nicht mehr verwenden. Kellertür? Ja, die ist zu, ne? Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ja. Schade. Der Wasserhahn war leer. Gehen wir einfach durchs Kellerfenster. Lilly ist ja anscheinend... Oh, oh, klein genug. Guck mal, ein Pinsel. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Ja, dann nimm... Wie euphorisch die Erzählerstimme aber auch immer klingt, ne? Ui, ein Presslufthammer, der ist bestimmt nicht gefährlich. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Also, das ist auch süß. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Oh, keine Kekse für Lilly. Ach Mann, ich... Oh, dieses Spiel. Da ist die Schaufel. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber ja. Von hier aus würde sie sie nie erreichen. Nee. Das ist natürlich doof. Ich müsste schon irgendwie durch die Kellertür da kommen. Hier haben wir einen Ofen. Den können wir uns nicht angucken. Sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Wir gehen mal wieder zurück. Ach, Lilly, ich mag dich. So, wir könnten jetzt eigentlich nur noch zum Brunnen gehen. Was wir mit der Pumpe hier tun, weiß ich noch nicht genau. Drauf rumhaken können wir jedenfalls nicht. Wollknäuel, wir gehen mal weiter. Wir müssen irgendwie an die Schaufel kommen. Hallo, Freeman. Ein Bienennest. Aha, da geht's zum Kloster. Gartenschlauch, hier hat er also hingeführt. Ja, nimm mit. Packst du das nicht da rein? Sollen wir das in den Brunnen machen? Hey, weg da! Such Ey. Dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Wie zuvorkommend von dem Typen. Komm, wir hauen ihn das über den Kopf. Nein, danke.
Ich schaff das schon alleine. Was machst du denn da? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich auf. Ja, dann lassen wir den Schlauch halt mal liegen. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Was hat sie denn für Lieblingsbücher, sag mal? Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Pass auf, du. Wenn du weiter so gemein bist, was machst du denn da am Brunnen? Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Nein, ich versuche mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Den brauche ich. Das wäre ja so Gumbo. Was? Gumbo wäre das? Ist das ein... Das sieht aus wie ein Gumba. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Aufgaben der oberen Klosterregeln? Wozu brauchst du denn den Kellerschlüssel? Ach Mann, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Ich sag doch nichts. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Ja, vielleicht könnten wir das irgendwie mit dem Gartenschlauch machen? Keine Ahnung. Klosterregeln. Wozu Kellerschlüssel hatten wir, glaube ich, schon, aber es ist... Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Okay. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Also, ich muss die Termiten verscheuchen. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Zum Beispiel Honig. Aber ich muss auch die Beete umgraben. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Ja, es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Genau. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Ich bin ein Chamäleon. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Brunnenverbot, Kellerverbot. Brunnenverbot. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Na dann, der Brunnen ist tief. Sag mal, bist du immer noch da? Ja. Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Ja... Aber du hast auch Kellerverbot. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag.
Edna mag mich. Und apropos Edna, wo hatte sie ihren Hasen? Was haben wir denn hier noch? Ja, das war's eigentlich. Bienennest. Ja, sonst ist hier aber nichts, ne? Nur der Gartenschlauch, den konnte ich aber mit niemandem oder mit nichts verwenden. Dann gehen wir doch mal ins Kloster. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Ja, hoffentlich aber fing es nicht wieder an zu hageln. Ich muss doch in den Keller. Okay, dann schauen wir uns das an. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Komm, wir gehen da mit der Hake rein. Lilly hatte ein... Aber ihr fehlte noch ein Reim auf Kinderhaut. Oh, das habe ich aus Versehen weggeklickt. Nochmal. Lilly hatte ein Gedicht über Harkenzinken begonnen. Aber ihr fehlte noch ein Reim auf Kinderhaut. Ist das nicht putzig? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Ich glaube, hier können wir nichts weiter machen, oder? Hey, weg da! Such dir einen anderen... Wie nett. Freeman, ja. Er wollte wohl... Ja. Mit dem Schlauch? Auch wenn es ihr die Oberin nicht zutraute. Lilly wusste, wie man einen Gartenschlauch benutzte. Und so schon mal nicht. Na gut, dann eben nicht. Was machen wir denn noch mit dem Pinsel? Kitzeln? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Ja, ist okay. Auch wenn es ihr die Oberin nicht... Lilly wusste... Und... Ja. Hier? Hey, weg da! Ja. Wie nett. Freeman. Ja, ist okay. Dann eben nicht. Ich würde mir Lilly konnte nicht malen. Sie fing dabei immer an zu weinen. Oh. Ich habe das Talent, mir selbst ins Wort zu fallen, indem ich Sachen anklicke. Okay, dann gehen wir halt zurück zum Schulteich. Was? Hey! Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Wo war er nur hin? Vielleicht ist er ja ins Kloster gegangen. Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Der ist bestimmt zurückgegangen, weil er keinen Ärger von der Oberin haben wollte. Lilly hatte ein... Ach, aber falsch. Falsch. Das war die falsche Taste. Können wir das runterhauen? Was soll das? Lilly, nein! Geh weg! Geh weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Verdammt. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ja, was machen wir denn da? Die armen Bienen sind jetzt da unten. Aber wo ist Freeman? Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves, genau wie... Wo? Ja, wo war er nur? Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. So ein optimistisches Mädchen. Wollknäuel? Ab ins Kloster, Brunnen... Das hatte zwar keinen Effekt ge... Okay, dann eben nicht. Den Gartenschlauch vielleicht. Brunnen? Das funktioniert. Oh nein. Ich kann mir denken, was gleich kommt. Wir haben das ja hier an der Pumpe angeschlossen, ne? Hoffentlich kommt die obere nicht nochmal. Ach, Lilly, du bist so ein braves Kind. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Okay. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ich wollte nur den Brunnen füllen, damit die Bienchen wieder rauskommen und spielen können. Mehr habe ich doch nicht gemacht, oder?